Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur letzten Spielerunde mit dem Google Nexus 5. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ihr seht schon, was wir diesmal alles testen. Und los geht's mit Wo ist mein Wasser 2? Ein Spiel von Disney Mobile, wie ihr sehen könnt. Das erste Spiel hatte ich mir damals in einer Aktion gegönnt. War sehr witzig eigentlich, sehr fesselnd. Schauen wir mal, wie es im zweiten ist. Diesmal ist es gratis. Also frei verfügbar. Die erste Version musste man noch einen kleinen Betrag kaufen. Nein, da habe ich schon wieder Mist gebaut. Na, nochmal von vorne. Na, wie das so funktioniert, was ich hier vorhabe, ich weiß noch nicht. Na, jawohl. Neue Herausforderung freigeschaltet, ja, das ist doch schön. Auf dem Kopf, was heißt das denn jetzt? Dann war das gleiche, nur... Ah, okay. Ach, jetzt geht das Ganze nochmal verkehrt herum, okay. Ja. Also ich denke, ihr habt gesehen, das funktioniert wunderbar. Eigentlich ganz witzig, zum Zeitvertreib ganz nett. Machen wir weiter mit Springfield. Die Simpsons Springfield. Ja, wer es noch nicht kennt, einfach ein Aufbauspiel, wenn man es so nehmen will. Also Homer hat es eigentlich geschafft, hat Springfield in die Luft gejagt mit seiner, ja, Unachtsamkeit, will ich das mal nennen. Und ihr habt quasi die Aufgabe, Springfield wieder aufzubauen. Jetzt haben wir hier natürlich ein Update. Das geht allerdings recht fix, weil es nicht allzu viel ist. So, ja, jetzt sind wir im Springfield. Ihr seht, ich war schon eine Zeit lang jetzt nicht mehr da. Alle haben ihre Jobs fertiggestellt. Das ist immer dann, wie der Daumen kommt. Und ja, wir sammeln einfach mal Geld ein, würde ich sagen. Das Tingeltangel Bob, den müssen wir einmal am Tag einfangen. Und ja. Also ihr seht das hier, es läuft wunderbar flüssig. Ganz am Anfang, als ich das Nexus bekommen habe, lief das noch ein bisschen ruckelig. Dann kam auch bei Simpsons ein Update. Und seitdem läuft das auch hier wunderbar flüssig. Ich habe den Eindruck, dass Simpsons auf dem Nexus 5 dazu neigt, etwas häufiger abzuschmieren einfach. Aber das mag jetzt vielleicht auch von mir nur so ein subjektiver Eindruck sein. Aber ansonsten kann ich euch sagen, eigentlich funktioniert das alles hier wunderbar. Wir nehmen mal das Scratchy los. Itchy und Scratchy los. Ah, nur eine Bombe. Naja. So, also ihr seht das hier, das ist gar kein Problem mehr. Kein Ruckeln, gar nichts. Wunderbar flüssig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu meinen anderen Geräten, die Grundeinstellung, ihr seid schon sehr nah hier dran. Noch näher als bei anderen. Ist einerseits ganz nett, weil man hier noch mehr Details erkennen kann. Allerdings kann man nicht ganz so weit rauszoomen. Also diese Stufe des Rauszoomens, sage ich einfach mal, was hier schon Maximum ist. Ihr seht das, hier passiert nichts mehr. Außer dass wir über den Bildschirm wandern. Das ist hier Maximum und bei meinen anderen Geräten ist es eigentlich die normale, die mittlere Stellung, wenn ihr das Spiel startet, in der ihr anfangt. Dann könnt ihr entweder noch reinzoomen, aber auch noch rauszoomen, ups, was hier nicht möglich ist. Ist dadurch ein bisschen weniger übersichtlich
Aber gut. Ja. Ihr seht das. Gar kein Problem. Hier jede Menge Geld. Jetzt bin ich hier reich. Leider nicht in echt. Das wäre sehr schön. Also ihr habt auch gesehen hier. Gar kein Problem. Wunderbar flüssig. Ich lasse mal gleich so und... gar nicht, jetzt muss ich auf Hochkant gehen. Kommen wir jetzt zu Subway Surfers. Hier ist noch Halloween in New Orleans, sind wir gerade. Ist von der Aufmachung her eigentlich ganz schön. Also wer Temple Run nicht mag, aber solche Ausweichlaufspiele mag oder spielen möchte, ist vielleicht mit Subway Surfers auch ganz gut bedient. Finde ich, ist... wirklich schön gemacht, also echt nett anzuschauen. Bisschen mehr Eye Candy als bei Subway Surfers. Fordert die Grafikkarte, also den Grafikchip des Smartphones, aber damit nicht weniger als Temple Run. Aber glaube ich auch nicht mehr. Also absolut spielbar. Natürlich mit dem Snapdragon 800 gar kein Problem. Uns kommen hier halt immer die Züge entgegen, der Aufpasser, der im Moment jetzt auf Frankenstein ist, verfolgt uns und wir müssen natürlich einfangen, weil wir da den Waggon vollgesprüht haben. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Ansonsten Hindernisse ausweichen und nirgendwo gegen crashen. Jetzt heben wir mal kurz ab in die Lüfte über New Orleans oder was auch immer, wo wir also... Es ist immer so eine Around-the-World-Tour. Städte ändern sich alle paar Wochen mal. Eigentlich ganz witzig. Wir waren auch schon mal in Peking, in... Ach, wo waren wir da alles schon? Ich weiß es gar nicht mehr. In Miami waren wir auch genau auch. Also eigentlich echt witzig gemacht. Durch Missionen, die man erfüllen muss, um quasi im Level, sag ich jetzt mal, zu steigen. Kann ich die mal kurz einblenden. Da habt ihr einmal die Daily Challenge und einmal hier unten die Missions. Da habt ihr immer 3 Stück. Wenn ihr die alle erfüllt habt, kommt ihr quasi ein Level höher. Euer Multiplikator, der hier oben angezeigt ist, der steigt dann. Es gibt hier noch so ein Extra, das heißt mal 2, dann wird er mal kurz für eine gewisse Zeit verdoppelte Multiplikator. Heißt nichts anderes, als dass ihr für dieselbe Strecke, die ihr zurücklegt, doppelte Punkte oder einfach mehr Punkte bekommt. Je nachdem. Jetzt seht ihr das auch gerade. Guckt mal oben. Da blinkt jetzt mal 4 statt mal 2. Und umso höher ihr im Level quasi seid, umso schöner ist das natürlich. Umso mehr Punkte kriegt ihr für die gleiche Strecke. So. So, jetzt habe ich mich hier mal crashen lassen. Das soll an dieser Stelle auch reichen. Ihr habt gesehen, das läuft wunderbar flüssig. Genauso eine Überraschungsbox gibt es auch noch. Soll uns jetzt aber auch egal sein. Wir machen nämlich weiter mit CSR Racing. Auch ein grafischer Leckerbissen, wie ich finde. Das ist eigentlich also vom Spielprinzip her ein reines Beschleunigungsrennen. Also ihr müsst da nicht lenken, irgendwas, ihr müsst einfach nur... Timing ist hier alles. Auch hier testen wir mal kurz, ob es andersrum funktioniert. Ja, der hier geht das. Also das mit dem Verdecken des Lautsprechers beim Nexus 5 vielleicht nicht das Problem sein. Ihr seht das, das grüne Lämpchen muss hier möglichst an sein. Bei mir nicht der Fall gewesen. Jetzt auch zu spät. Zu früh. Na, ob ich das nochmal hinkriege. Ja, jetzt haben wir es perfekt geschalten. Und als erster durchs Ziel gewonnen. Ja, das war eigentlich schon CSR Racing. Wird natürlich immer rasanter, immer mehr Leistung, immer schnellere Autos. Ich denke, ihr kennt das Prinzip von diesen Rennserien, sage ich mal. Kommen wir zum letzten Punkt, Dead Trigger 2. Dead Trigger war ja auch immer schon ein... eigentlich ein Leckerbissen an Grafik. Und der Trigger 2 knüpft da eigentlich sehr gut an, wie ich finde.
sieht alles schon sehr nice aus und mit dem Snapdragon 800 im Nexus 5 natürlich kein Problem. Das ist ein bisschen anders aufgemacht diesmal der Trigger als im ersten Teil. Ja, die ist fertig. Ich nehme die Empfehlung von der Plattform. Nehme ich doch gerne. Ausrüsten. Machen wir. Die Rotzange brauche ich nicht. Ah, die Belter, okay, alles klar. Zurück in die Staaten und Story treiben wir mal voran. Also ich habe hier noch nicht viel gespielt, das heißt also sehr viel habt ihr auch nicht verpasst von dem, was hier passiert. So, jetzt habe ich schon meine etwas bessere Waffe. Aber ihr seht das hier, die Grafik, das ist schon der Knaller, also der Wahnsinn. Wer dachte, mit der Trigger waren wir schon gut dabei. Ich guck mal, ob das hier andersrum funktioniert. Jawohl, das finde ich gut. Also da macht das dann, egal wie ich es halte, ich verdecke glaube ich immer den... Ja, auch neu, dass er hier automatisch schießt. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob man das abschalten kann. Bin ich manchmal etwas dämlich. Und er zeigt uns an, wo sich uns Zombies nähern. Ein bisschen automatisch schießen, deswegen ein bisschen uncool, weil er manchmal doch ein bisschen länger dauert und ich einfach normalerweise irgendwo in die Nähe ballern würde und meistens trifft man dann ja auch schon mal. Ich habe jetzt allerdings gar nicht darauf geachtet, was ich eigentlich machen soll. Ich folge einfach mal dem Pfeil, der wird mich schon irgendwo hinführen. Wunderbar. Die fallen ja hier noch um wie sonst was. Also die Munition fällt hier genug raus, dürfte uns eigentlich nicht so schnell ausgehen. Also fröhliches Zombie-Schießen hier. Wie auch schon im ersten Teil eigentlich. Immer schön auf die Köpfe zielen. Da kommt Freude auf. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Keine Spur von ihm, bla bla bla. Was soll ich jetzt machen? Tor zum Innenhof? Nee, Moment. Ja, ach doch, hier muss da durchgehen. Oh, wieder andersrum. Kann sich auch nicht entscheiden, was man hier machen soll. Ah, okay. Also irgendwen oder irgendetwas suchen wir hier anscheinend, so wie habe ich jetzt gerade schon mitbekommen. Next one. Ja, next one, bitteschön. Also mir macht der Trigger eigentlich immer sehr viel Spaß. Ich werde allerdings noch gucken, ob man das mit der Steuerung irgendwie umstellen kann. Also ist das nicht so ganz nach meinem Geschmack. Holy damn! You're the rescue team? Come on! No problem! Let's make a run for it! Ja, lass uns verschwinden, genau. Folge und beschütze den Techniker, das ist auch nicht das Problem hier. Mit Zombies killen sind wir schließlich groß. Wenn er nicht so ein Tempo vorlegen würde, könnte man ihn vielleicht auch leichter beschützen. Kollege. Also der hat jemand echt Muffensausen, würde ich mal sagen. Munition auffüllen, wenn es denn sein muss. So. Kommen wir dann weiter, ja? Let's move, sagt er. Alles wartet nur auf ihn. Wieder mal aus der Luft.
Ist die Sonne hier, soll ich die Zombies umbringen, wenn du im Weg stehst? Trifft da irgendwas oder was hier? Lauf doch weiter, Mensch. Da bleibt er hier einfach stehen, um einen Zombie abzuknallen. Seht ihr, das meine ich. Also das Spiel schießt einfach nicht, sagen wir es mal so. Jetzt rennt er schon wieder weg. Ihr könnt auch mal was sagen, wenn er weiterzieht. Na, hin und wieder erlegt er auch mal einen. Also die Mission zieht sich doch ganz schön. Ich hoffe ja mal, wir sind gleich mal fertig. Ah, na, wo ich es doch gerade sage, dann haben wir es auch schon geschafft. Mission beendet, Glückwunsch. Ja, weiter. Zu wenig Munition, ja. Das soll uns reichen. Ihr habt gesehen, auch der Trigger läuft einwandfrei, wunderbar flüssig. Also der Trigger 2, wohlgemerkt. Der Trigger 1 haben wir schon in der ersten Runde getestet. Die findet ihr alle in meinem Kanal oder hier unten verlinkt wahrscheinlich. Müsst ihr mal schauen. Und ja, das war's wie gesagt von mir. Ihr habt gesehen, welche geballte Power eigentlich in dem Google Nexus 5 stecken. Mit dem Snapdragon 800 alles bisher eigentlich spielbar. Wunderbar flüssig. Inkompatibilitäten mit Android 4.4 KitKat halten sich auch sehr erfreulicherweise in Grenzen. Das ist alles sehr angenehm. Also nichts, was man nicht irgendwie tolerieren könnte. Und Grafik und Leistung, Performance, der Wahnsinn, wie ich finde. Also rein von den Leistungsdaten her geht das Gerät absolut in Ordnung. Hat mich absolut überzeugt. Warum das Gerät jetzt einen neuen Besitzer findet, das erzähle ich dann in meinem Review. Das kommt auch jetzt die Tage und ja, für heute sind wir durch mit diesem Video. Sind wir fertig. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn euch mein Video gefallen hat, wie immer freue ich mich über einen Daumen rauf. Und alles weitere Fragen, Anregungen, Kritik natürlich immer runter in die Kommentare. Wie gesagt, weiteres kann ich nicht testen, weil das Gerät einen neuen Besitzer gefunden hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr mir gerade zugesehen habt. Und nochmal danke fürs Zusehen. Macht's gut.